Meint ihr noch gut drauf? Ja. Lange da, Ziggy-Zagge, Ziggy-Zagge! Ja, mir geht's so gar nicht gut. Ja. Ja. Ich hab einfach keinen Klick. Was ich anpacke, geht einfach in die Hose. Ja. Ja. Da habe ich gedacht, letzte Woche, wenn ich mal Klick gehabt, da habe ich nämlich ein ganz billiges Schnäppchen gekriegt, die meine Mutti und ich nur England fliegen kenne. Bin ich so in das Reisebüro rin, dann sah die zu mir, ja, Bauer Sipp, pass auf, die haben dort Linksverkehr. Ah, jetzt habe ich das bei uns mal ausprobiert auf der Landstraße. Das ist so lebensgefährlich, mein lieber Freund. Jo. Mit meinem Klick bin ich natürlich immer Auto voll hinten drauf. Aber es war kein normales Auto. Nee. Schönes Polizeiauto. Putz. Bin ich ausgestiegen, die Polizisten ausgestiegen, haben die gleich geplatzt. Sag mal, haben sie keinen Viererschein gemacht. Na, ich sag, glaub ich das wie du. Dann ist der ja richtig frech vor. Sag mal, sind alle Bauern so blöd wie du? Und ich sag, nee, ich bin die Letzte. Alle anderen sind für die Polizei. Ah, ist doch wahr, du. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem England, du. Vorletzte Woche habe ich nicht gewusst, dass im London, du, bei England, gar kein Schneelei bleibt. Fürs Gewicht. Ich ahne nicht, weißt du warum? Die haben einen Tower. Oh, I see that, no. Ja, wenn dann all. Oi, 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 oi. Aber das England, das ist nichts für mich. So kenne ich meinen Beruf gar nicht ausüben. Denn ich müsste zeigen, wie man einen Zaun baut. Denn ihr Viecher, die laufen ja ständig fort. Du lässt und herrscht nur Oxford, Oxford, Oxford. Das ist doch nicht normal, sowas. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, nee, wir bleiben im schönen alten Deutschland und wir machen mal einen drauf und fahren mal nach München aufs Oktoberfest. Bin ich da nun gefahren? Ich war ja ganz aufgeregt. Dann sind wir an die Ampel gekommen und vor lauter Aufregung hab ich einen fahren lassen, weißt du? Der hat so ein Aroma, den hast du bald kauen können, du. Ja. Dann habe ich die Scheibe runtergedreht. Dass frische Luft drin kommt. Kam ein Auto neben dran gefahren. Eine wunderhübsche Beifahrerin und lächelt mich an. Und ich. Die Scheibe runtergedreht. Lächelt mich wieder an. Und ich. Dann habe ich sogar gesagt. Und? Hast du auch einen fahren lassen? Ja, sind wir da weitergefahren? Wem freut mich mal, Mutti? Samus, hast du schon wieder einen fahren lassen? Nee. Aber wie sie so sah, denke ich, jo. Mama, kann Baumwoll rosten? Dann hat sie gesagt, nee, Sip. Und dann habe ich in die Hose geschissen. Passiert. Aber da musst du ja
wann du dort unten bist, in München, in deiner englischen Garde, und hier hatte du ein riesiger See, ja? So, dann war ich so gewesen mit meiner Mutti, und da hat auch noch einer so geangelt und so. Dann habe ich den angesprochen, hello, I'm Bauer Sepp von der Palz, and that was my Mutter Elsbeth, und have you heute schon a big fish geangelt? Guckt der mich an. Hello, I'm Manfred, today noch nicht, aber last week, der Hecht hat 160 Pfund gehabt. Wie der das so sah, denke ich, sag mal, can you speak Pelzisch? Er sagt, yes, I can. Ich denke, super. Also ich denke, im englischen Garten, ne, muss ich Englischbabble kennen. Ne? Da ich gesagt, 160 Pfund, der Hecht. Manfred, die Woche habe ich A geangelt. Wenn das ich rausgeholt habe, der Fahrrad hat sogar noch das Licht gebrennt. Dann hat er gesagt, jo, alle weine ich mal Knopf an der Backe. Dann hat man so gelangt, dann habe ich gesagt, von du 100 Pfund und deinem Hecht drunter gehst, mache ich das Licht am Fahrrad aus. Ja. Dann war ich ja mit meiner Mutti da im Zelt. Und wie ich dann ein paar Bier vom Glas getrennt hat und mir es dann gelangt hat, bin ich dann heimgelaufen. Müssen Sie euch vorstellen, ich schlafe da nichts ahnend, kommt von vorne eine wunderhübsche Lady. Oh, Cherie, alle Mann. Bin noch allein. Oh, willst du mit mir Liebe machen in Etablissement? In was haben wir? Oh, dann machen wir ein Kuckucksspiel. Ein Kuckucksspiel, da bin ich dabei. Ich mit der da mit, dann sind wir in ein Zimmer gekommen, dann haben sie zwei rote Lämpelchen gebrennt, Scheramondisch. Dann hat die gesagt, oh, Cherie, siehst du spanische Wand da? Dann ich gesagt, ah ja, da steht sie. Da gehst du hinten dran und ich vorne dran, dann sage ich, oh, Cherie, Kuckuck, dann ziehst du dich aus. Und dann rufst du, Kuckuck, und dann zieh ich mich aus. Verstanden? Ajo, ich nenne die Spanisch Wand. Und sie hat losgelegt. Oh, Cherie, Kuckuck. Dann habe ich die Hose ausgezogen, rübergeschmissen, dann war ich drauf, Kuckuck. Dann hat es geruschelt, dann hat sie wieder, oh, Cherie, Kuckuck. Dann habe ich das Hemd ausgezogen, rübergeschmissen, ich wieder, Kuckuck. Das ging rüber, nieder, bis ich dann, so wie Gott mich erschuf hat, hinter der spanischen Wand gestanden habe. Und dann war ich wieder drauf. Kuckuck. 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 Habe ich nichts mehr gehört, dann bin ich hinter der spanischen Wand raus. Jo, war mein Kuckuck fort. Mein Stiefel, mein Hose, Hemd, Geldbeutel, alles mitgenommen. Dann bin ich ans Fenster gerannt, geguckt, ob ich den Kuckuck noch finde. Fort war er. Plötzlich sind die unten Petunia gelaufen. Mit dem Kopftuch da, die. Wie heißen sie? Die Petunia, die. Eine Beduine, genau. Dann habe ich gedacht, das ist die Lösung. Dann bin ich zurück ans Bett gerannt. Hab vom Kopfkissen alles abgemacht und den Kopf gewickelt, das Leintuch genommen und mich raumgeschmissen. Da war runtergerannt. Dann deine Beduine angeschlossen und wie ich dann gerade so da war, dreht der Letzte sich rauf und sagt, ah, hast du ein Kuckuckspiel gemacht. Aber soll ich euch was sagen? In München, du warst schon schön. Aber wisst ihr, wo es am schönsten ist? Hier in Frankenthal, ahoi! Das sexiest Landwirte live von der Westpfalz. Unser Bauer Sepp. So. Thank you.
Ja, ich weiß, der Bauer Sepp, der freut sich ein Loch in die Hose, wenn er Zugabe geben darf. Und er darf, bitteschön. Da war ja noch was passiert im englischen Garten. Und zwar der Manfred hat zu mir gesagt, Sepp, siehst du da hinten den Pfarrer? Da ich gesagt, ja, ja, da hinten kommt er. Dann du mir jetzt mal veräppeln. Ja, hopp, da bin ich dabei. Wie der Pfarrer kommt, ist, habe ich zu dem gesagt, Herr Pfarrer, ich kann über diesen See laufen wie Jesus Christus. Ich auf deinen See, rüber, nie bei links, rechts, wieder zurück. Oh. Der geguckt, wie Kuhwans blitzt. Dann ist der Manfred gekommen, Herr Pfarrer, ich kann das auch. Der auf deinen See, rüber, nie bei links, rechts und wieder zurück. Dann hat der Pfarrer gesagt, das gibt es doch nicht, das ist ja ein heiliger See. Also wenn Sie das können, dann kann ich das auch. Der Pfarrer auf deinem See, nur circa 10 bis 15 Meter ist der Untergang wie ein nasser Sack. Hat der Manfred gesagt, Sepp, hat das der Pfarrer nicht gewusst hat, wo die Pechtelscher stehen? Ich sag, und schön weit komm. Aber noch mal apropos Glück, noch mal zurückzukommen, weil mir geht so alles in die Hose. Nicht ahnend, abends klingelt es an meiner Haustür, ich mach auf. Steht wieder eine wunderhübsche Lady vorne dran, eine neue Nachbarin, die hat sich vorgestellt. Hallo, ich bin die Chantal. Also, ich bin ja ganz neu hier und ich würde gerne mal wieder so richtig weggehen, einen saufen und später richtig wilden, hemmungslosen. Guck, 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 guck. Sepp, hast du heute Zeit, heute Abend? Ja, selbstverständlich. Dann sah die Chantal zu mir. Oh, super. Kennst du mal Hund aufpassen? Oh. Ahoi. Sein Markenzeichen ist der scharfe Blick. Es ist Bauer Sepp. Aus Hornbach, Tobias Pfalz. Und auf unseren Bauer Sepp. Drei bäuerliche. A. 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 Und Ausmarsch.